Und da sind wir wieder am Schiff. Die Frage, was wir machen müssen. Hallo. Ja, haben wir gedacht, du von alleine. Ja. Egal. Die Mary wurde vor kurzem beschädigt und ich will sie reparieren. Wenn ich vor kurzem sage, meine ich damit etwa 2 Jahre. Aber zu meiner Verteidigung, ich musste zwischendurch die Welt retten. Ich hätte mit der Reparatur ganz bestimmt morgen angefangen. Aber was soll man machen, wenn es für das Brett eine bessere Verwendung gibt? Okay, ein Brett haben wir mal. Sobald ich das Vieh geholt habe, bin ich weg hier. Vielleicht fliegen wir nach... Oder... Egal. Wir sind frei. Wir können hinfliegen, wo immer wir wollen. Der Elfenhain ist einer der schönsten Flecken Erde, den man sich vorstellen kann. Aber auch ein goldenes Gefängnis ist ein Gefängnis. Als ich das Ding das letzte Mal benutzt habe, habe ich damit eine Kopfgeldjägerin vom Himmel gepustet. Trotzdem gehen Vieh und ich lieber jedem Kampf aus dem Weg und verlassen uns auf unsere Köpfchen und unser gutes Aussehen. Na gut. Ivos Hippogreif macht keinen allzu glücklichen Eindruck. Vielleicht vermisst sie ihre Reiterin. Oder sie hat Hunger. Oder alles zusammen. Die Mary hat versucht, mir einige Knoten beizubringen. Ich glaube, es hat ihr gefallen, ihr Wissen an mich weiterzugeben. Als nächstes will sie versuchen, Schweinen das Fliegen beizubringen, hat sie gesagt. Ja, das ist ja schon das Ding da. Ja. Nein, ich muss die Mary nicht extra verteuern. Sie hält von ganz alleine die Position. Gut. Nach unserem Sieg gegen Mortroga wollten einige Gnomen-Ingenieure aus Dankbarkeit die Mary tunen. Aber die Mary mag keine technischen Spielereien und ich bin auch so zufrieden mit ihr. Haben wir uns unten eigentlich umgeschaut letztes Mal, oder? Ich glaube schon. Als die Mary noch dem Roten Piraten gehörte, hat er mit ihr nicht nur Vergnügungsfahrten unternommen. Ab und zu wurde auch gearbeitet, wie dieser Käfig für flüchtende Feinde und unvorsichtige Adlige beweist. Da war diese komische. Ja, aber wo wir mit ihm uns schon umgeschaut haben, dann schauen wir nochmal runter. Ich glaube schon, aber... Oh ja, wir haben da schon geschaut. Genau. Vieh! Was hast du denn schon wieder angestellt? Ivo! Ivos Mutter? Oh. Komm, holen wir dich erst einmal da raus. Schon gut. Das ist verfluchte Elfenmagie. Ja, ich werde Hilfe holen. Warte hier. Wozu, Luca? Okay, holen wir Hilfe. Dann schauen wir uns zunächst einmal auch da um. Das Vieh hat eines Nachts einen Angriff auf dieses Bienennest gestartet. Es behauptet bis heute, es sei der süßeste Triumph seines Lebens gewesen. Es hat 3 Tage gedauert, bis die Bienenstiche so weit abgeklungen waren, dass es wieder normal in einem Bett liegen konnte. Keine Spur von Arbor, aber er hat diese Rolle Bindfaden liegen gelassen. Vielleicht wollte er damit Büsche zusammenbinden oder etwas in der Art. Der Kurze wird nichts dagegen haben, denke ich. Ich habe mich nie viel für Pflanzen interessiert, aber in diesem Garten gibt es Dinge, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Diese 2 Pflanzen da zum Beispiel, es sieht aus, als würden sie einander würgen. Das ist seltsam. Als ich das letzte Mal hier war, sah der Baum viel glücklicher aus. Wir haben Tage darauf gewartet, bis Ivos Mutter endlich den Palast verlassen hat. Dann hieß es, Badespaß voraus. Vieh und ich haben Arschbomben vom Balkon gemacht. Ivo war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen Empörung und Lachanfällen.
chill. Während meiner ganzen Schulzeit hatte ich eine Lehrerin, die uns mit solchen Schilfrohren auf die Finger gehauen hat, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Trotzdem habe ich die vollen 2 Wochen durchgehalten. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Kann man nehmen. Vielleicht kann ich es schieben mit. Vielleicht gehen wir da nach hinten. In diesem Raum bewahren die Königin und der König einige der Geschenke auf, die Delegationen aus weit entfernten Ländern mitgebracht haben. Einiges ist eher bizarr. Laut Ivo sind das die Schwerter einiger derjenigen, die versucht haben, das Waldlandreich zu erobern. Heutzutage weiß jeder, dass man sich mit den Elfen hier besser nicht anlegt. Nochmal anfangen. Ja. Das Minecraft-Schwert. Wegen so einer Blüte wurde ich beinahe einmal verhaftet. Ich wusste nicht, warum sie fast überall verboten sind, bis ich zum ersten Mal gehört habe, wie jemand darauf gespielt hat. In meiner Zeit hier im Elfenhain habe ich lange Abende hier in der Bibliothek gesessen und ein gutes Buch genossen. Na, nur Spaß. Das Vieh behauptet, Olli nicht zu kennen. Dabei ist die familiäre Ähnlichkeit nicht zu leugnen. Der Olli. Ich hatte bisher nur einmal mit einem Drachen zu tun. Die Gute war vielleicht nicht ganz dicht, aber harmlos. Ich muss vorsichtig sein. Wenn die Königin mich erwischt, darf ich nicht auf Milde hoffen. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er dir einen Antrag macht. Was wäre das für ein Leben für dich gewesen? Du hättest ihn früh verloren, vielleicht schon 50 Jahre nach eurer Hochzeit. Oder wärst du mit ihm in die Welt da draußen gegangen und wärst gealtert wie er? Das wäre grausam, und das habe ich ihm auch gesagt. Wenn man jemanden wirklich liebt, sei es manchmal besser, ihn gehen zu lassen. Du weißt, dass ich sehr überzeugend sein kann. Der menschliche Geist ist schwach und vielleicht war auch ein wenig Magie im Spiel. Hätte ich doch bloß gewusst, dass es schon zu spät war. Jetzt hat er mitgelascht. Jetzt weiß er alles. Ach, diese verfluchte Hexe. Es klang alles so richtig. Ich war schon über dem Meer, als mir klar wurde, dass ich vielleicht den größten Fehler meines Lebens begangen habe. Und kein Wunder, dass Ivo mich hasst. Ihre Mutter wird ihr nie erzählt haben, was vorgefallen ist. Im Gegenteil. Vermutlich hat sie alles mir in die Schuhe geschoben. Okay, dann die andere Seite. Na komm schon wieder rüber. Vielleicht können wir mit dem Vater reden, der ist wahrscheinlich nicht so. Bob sitzt immer noch da, wo ich ihn vor Monaten das letzte Mal gesehen habe. Er heißt natürlich nicht wirklich Bob, aber sein Elfenname ist zu kompliziert und lang, um ihn sich zu merken. Und ihm gefällt Bob. Rede mit Bob. Hey, Bob. Nate, mein Junge. Was machst du denn hier? Ich habe Ivo auf Tugato, der fliegenden Pirateninsel, gerettet und sie hierher zurückgebracht. Zumindest so ungefähr. Dann habt ihr euch wieder vertragen? Dafür ist es zu spät, glaub mir. Dafür ist es nie zu spät, glaube mir. Deine Frau hat Ivo verhext und das Vieh gefangen genommen. Ich werde beide befreien und dann werde ich... Ich würde zur Geduld raten, mein ungestümer Freund. Was ist geschehen?
Die Königin hat Ivo im Garten entdeckt. Sie ist schwanger, wusstest du das? Ich hoffe, du sprichst von Ivo und nicht von meiner Frau. Ja, das wusste ich. Sie hat Ivo in eine Art Schlaf fallen lassen. Feora weiß um die Bedeutung von ausreichend Zeit, um weise Entscheidungen treffen zu können. Es ist kein einfacher Schlaf. Es ist eine Art Auszeit. Für Ivo steht die Zeit still, bis ihre Mutter sie wieder zurückholt. Und wann wird das sein? Sobald sie weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Jahre? Sie hat kein Recht dazu. Wir müssen Ivo zurückholen. So wie der Iltis das Brot der Schleiereule aufmuntert. Was? Wie können wir Ivo aufwecken? Ohne die Hilfe ihrer Mutter? Gar nicht. Dann müssen wir sie zwingen. Sie darf Ivo nicht gegen ihren Willen gefangen halten. Mit Zwang, Gewalt oder Tricks wirst du keinen Erfolg haben. Feora will das Beste für Ivo. Auch jetzt. Und sie wird ihre Tochter verteidigen. Würde sie erkennen, dass sie nicht in Ivos Interesse handelt, würde sie Ivo gehen lassen. Da bin ich mir sicher. Ich soll mit ihr reden? Um Himmels Willen. Du wärst tot, bevor du deinen ersten Satz gestammelt hättest. Hey! Ich habe die Königin belauscht. Sie hat Ivo nie erzählt, was geschehen ist, nicht wahr? Was ist geschehen? Du bist eines Nachts einfach verschwunden. Es war alles die Schuld deiner Frau. Sie hat mich verhext. Ich wollte Ivo einen Heiratsantrag machen. Sie hat mich abgefangen und mir Dinge eingeflüstert. Ihre Worte wären an dir abgeperlt, wenn sie nicht etwas gefunden hätten, an dem sie sich festhalten konnten. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Ivo einen Antrag machen soll. Ich liebte sie, aber ich liebte auch meine Freiheit. Götter und Gelehrte nennen das kalte Füße kriegen. Wegen meiner Füße konnte sie mich also manipulieren. Sie hat deine Zweifel verstärkt und dich aus den Augen verlieren lassen, was wirklich wichtig war. Deine Liebe zu Ivo. Aber ich wollte nicht, dass sie mir beim Sterben zusehen muss. Und ich wollte erst recht nicht, dass sie mit mir in die Welt dort draußen geht und selber alt wird und stirbt. Wäre es nicht die Entscheidung meiner Tochter gewesen, welche Opfer sie für dich bringen will? Immerhin ist sie die Klügere von euch beiden. Nachdem ich den Elfenhain verlassen hatte, sagte mir mein Kopf noch immer, ich hätte richtig gehandelt. Ich dürfe Ivo nicht zu einem Leben mit mir verurteilen und ein Abschied wäre für uns beide zu schmerzhaft gewesen. Aber dein Herz sagte dir, du seist ein ziemlicher Narr. Später glaubte ich, eine Lösung gefunden zu haben. Ich würde einen Weg finden, ewig zu leben. Dann könnte ich Ivo heiraten und wir würden niemals getrennt werden. Dein Herz hatte recht. Du bist ein Narr. Erzmagier Alistair wurde in einen Frosch verwandelt. Von einer Van Buren, irgendeinem Gör, das jetzt durch Seefels läuft und alles verwandelt. Ein kleines Mädchen verwandelt den Erzmagier? Ja, keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Ivo hat irgendwas von Wilburs Zauberstab erzählt. Er ist im Düsterwald und sucht nach einem Buch, in dem steht, wie man ihn zerstören kann. Ivo wollte so lange ein paar Dinge organisieren, die man braucht, um den Erzmagier zurückzuholen. Was für Dinge? Irgendein Buch aus Lorem Ipsum. Das Buch der Toten? Jo, das war's. Dann braucht man einen Kompass, den der rote Pirat auf Tugato hat. Und etwas, das sich Lebensfunken nennt. Deswegen ist sie hierher zurückgekommen. Ich glaube, es ist wichtig, Alistair schnell zurückzuholen. Er könnte Antworten auf einige wichtige Fragen haben. Auf was für Fragen? Etwas rührt sich. Ein großes Übel. Ich kann es seit einigen Tagen spüren. Die Kleine mit dem Zauberstab? Nein. Etwas Älteres, Größeres. Es bedroht uns alle. Auch dich und Ivo. Gar nicht gut. Aber ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Ivo hat mir nicht viel erzählt. Oder vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Den Lebensfunken habe ich hier. Ich gebe ihn meiner Tochter, sobald sie erwacht ist. Beim Kompass kann ich dir nicht behilflich sein. Aber Lorem Ipsum, die verlorene Stadt, habe ich vor Jahren mit eigenen Augen gesehen.